So, jetzt ist es am Eimer, hinten gebrochen. Nicht dein Ernst. So, einmal einen Freund fahren lassen und gleich himmelt er die Achse. Schade, dass ich es glaube ich nicht so ganz gut drauf habe. Aber das Ding ist hinüber. Das heißt, keinen Trottel fahren lassen. Sagt derjenige, der noch nicht mal den Vergaser vom Benziner einstellen kann.